Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu 100. Folge von Let's Play Rollercoaster Tycoon 3. Ja, da denken wir, nach 100 Folgen kann nichts mehr schief gehen. Nee, geht's nicht. Diese Folge, also das ganze Ding, habe ich gestern schon mal aufgenommen. Und dann muss ich schnell erzählen, ist mir im Nachhinein beim Ton, wollte ich es mir anhören, über die Kopfhörer, die ich angesteckt hatte, aber habe dann auch die Kopfhörer rausgezogen. Da hat sich das Programm anscheinend aufgehängt. Aber anscheinend ging es schließen noch. Aber anstatt zum Schließen und zu speichern, habe ich die Tonspur einfach gelöscht. Und die ging nicht wieder zu hell wieder herzustellen. Also darf ich jetzt das ganze Scheiße hier nochmal aufnehmen. Ist das nicht schön? Das freut ihn doch immer wieder. Ich kann sagen, was ich schnell gemacht habe. Ich habe hier die Bahn gebaut und das Schwimmbad. Am Ende des Films. Oh, hier ist aber noch was. Das können wir uns dann nochmal angucken dann. Am Ende des Films zeige ich, tue ich nochmal einen kleinen Zusammenschnitt machen von dem, was da gestern passiert ist. Oder beim letzten Mal. Ja, 100 Folgen Let's Play Rollercoaster Tycoon 3. Achso, ich muss auch erzählen, wo ich hier bin. Ich bin hier nämlich in meinem Freizeitland Chemnitz, was ich hier gebaut habe. Also, ich wollte ein bisschen was testen. Ich habe es gestern versaut mit dem ganzen komischen Wasserzeug, Drecksbumm. Was ist denn das hier hinten? Achso. Ja, und weil nämlich ich, wenn wir bald mit unserem ganz normalen Let's Play durch sind, also von den Missionen, möchte ich so einen Park vielleicht bauen. Aber zuvor noch ein bisschen was anderes. Aber so einen Park möchte ich dann eigentlich auch mal richtig mit so Themengebieten und allen und halt einfach so einen Park bauen und mal nicht aufs Geld zu achten, wie wir es jetzt immer müssen. Einfach mal komplett die Fläche aus und einen wunderschönen Park bauen. Das ist eigentlich das Ziel meines Spiels, was ich dann noch machen will. So, aber diese Folge, diese Spezialfolge hier, soll nicht nur jetzt das Spiel sein, sondern halt auch ein bisschen was außenrum. Ich möchte dann nämlich noch ein bisschen was zeigen. Aber wie gesagt, ich einfach das Spiel hier im Hintergrund, also ich erzähle jetzt ein bisschen was. Am Sonntag kommt der erste Teil der Philips-Schuhe. Eigentlich so auf diesem Kanal hier, also auf Philips, den hier oben, ne? Philips soll ja eine Schuhe sein. Und zwar Philips soll das sein. Und ich habe aber angefangen, am Anfang mit, naja, sagen wir mal, den Let's Plays, um ein paar Zuschauer zu kriegen. Das hat jetzt nicht so gut geklappt bis jetzt, aber ich bin optimistisch, dass da vielleicht noch was kommt, ne? Und jetzt muss ich mich was bauen. Ne, das kann ich nicht. Und bin optimistisch, dass da vielleicht noch ein paar Zuschauer mehr kommen. Aber ob die nur die Let's Plays sehen wollen oder ob die jetzt auch die anderen Sachen sehen wollen, das weiß ich nicht. Deswegen, wer auch immer jetzt hier gerade zuschaut, sagt doch mal bitte, was ihr zu Philips aktuell haltet. Also, wie ihr zu der Sendung hier sozusagen steht. Würde ich einfach mal gerne wissen. Weil danach kann ich mich über ein bisschen richten. Willst du mich veräppeln? Was ist denn das? Können wir denn das schneller einstellen oder was? Wenn sie so doof schwimmen, dann ja. Sagt da nichts dazu. Ja, also ich würde mich freuen, wenn ihr da mal ein bisschen was dazu sagen würdet. Und oh, das ist ja mit Berg. Das wusste ich nicht. Und wenn ihr, also einfach mal die Kommentare dazu sagen. So, jetzt bin ich irgendwie bei 4 Minuten 14. Jetzt wollte ich gerade so einen Schluch bauen, das kann ich dann auch noch machen. Ich wollte nämlich eigentlich auch noch was anderes hier in der Sendung machen, und zwar meinen Arbeitsplatz mal zeigen. Den muss ich ganz schnell hier hinten noch ein bisschen schnell eine andere Beleuchtung einschalten. Moment, hoffentlich hört man das jetzt nicht. Ist eigentlich wurscht, man soll es ja hören. Wo ist der Stecker? So, dann muss ich mich schnell umdrehen. Also hier wird es dunkel, bei mir ist es schon dunkel. Ich nehme jetzt die Kamera. Gehe jetzt schnell zur Tür und mach das Licht an. Einen Moment bitte. Ich bin noch im Raum, also man hört mich noch, aber... So, Licht ist an. Kamera ist an. Jetzt filme ich nämlich mal einfach meinen Arbeitsplatz, wie es hier zurzeit aussieht.
Gestern sah es ganz unordentlich aus. Ich wollte aufräumen, hab's aber trotzdem nicht gemacht. Na gut. So. Also, ich muss ganz schnell einen Abgleich machen, damit ich weiß, wann es losgeht. Muss ich mal den Bildschirm ein bisschen rüber. Ich mache hier mal schnell auf Tag. Tag. So. Ja, das sieht schon besser aus. Okay, dann starten wir mal und ich sage jetzt mal jetzt. So. Umschalten ist also gelückt. Das war als Abgleich. Und jetzt sage ich mal herzlich willkommen hier im Filmstudio Schneider. Philips Kommentar, alles drum und dran. Also hier ist der Bildschirm. Das Bild sieht man jetzt auch. So, und das ist der Computer dazu, nämlich ein Laptop. Und zwar von Samsung. Meiner Lieblingsfirma, dort wo alles her ist. Und zwar ist es Samsung Kronos 7, Serie 7 Gamer. Mit Gaming-Modus und Library-Modus und alles drum und dran. So, dann schwenken wir mal ganz kurz hier der Drucker, der zurzeit nicht funktioniert, das habe ich gestern schon mal erzählt. Mit Festplatte und Fernbedienung von der gute Samsung. Weißt du Bescheid, ne? Hier die Maus. Hier die zweite Maus. Ich habe übrigens eins, ne? Energie in Sachsen. Und ganz schnell hier unten. Da. Der zweite Computer, mit dem ich immer die Tonspur aufnehme, weil ich schon mal gesagt habe, das funktioniert nicht mit dem einen. Und natürlich ist der auch von, sieht man das? Samsung, genau. Das ist ein älteres Modell R60 Plus von 5 Jahren mittlerweile alt. Funktioniert trotzdem noch und verrichtet auch seinen Dienst, was sein soll. Gut, da ist also die Tonspur zurzeit, ne? Da ist sie. Da, sie baut sich auf. Und da vorne habe ich auf das X drauf geklickt, ganz links, weil ich so schlau bin. So, drehen wir uns wieder zurück. Lichterkette. Ja, ich glaube, das soll es eigentlich gewesen sein. Ich könnte jetzt noch mein Mikrofon zeigen, das habe ich das letzte Mal gestern gemacht. Das mache ich. Ich zeige mal die Verpackung. Oh, sieht man nicht. Dann zeige ich das Mikrofon trotzdem mal. Einen Moment. Hat man nicht gesehen, schade. So, wollen wir zurück zum Spiel gehen. Ganz schnell die Aufnahme von der Kamera stoppen. So, Moment. Jetzt lege ich die Kamera schnell rüber. Gehe die auch aus. Ja, und jetzt setze ich mein Headset wieder auf. Oder meinen Kopfhörer. Und ich freue mich, dass wir die Auszeichnung erhalten haben für den sichersten Park, sehe ich gerade. Und das Licht muss ich auch noch ausmachen, weil... Ei! Jetzt war ich was hingeflogen. Weil zu hell hier hinne ist er auch wieder scheiße. So, Licht ist aus, jetzt habe ich wieder meine Dunkelkammer und meine zwei Bildschirme. Normalerweise hätte ich den alten Computer immer auf dem Drucker stehen, aber so geht es einfacher, weil ich den, naja, so geht es halt einfacher. So, sicherste Park, ist doch schön. Was ich jetzt noch erzählen wollte, ich weiß gar nicht, was hatte ich denn gestern alles noch erzählt? Hatte ich das jetzt überhaupt, nee, habe ich nicht erzählt. Wie gesagt, am Samstag kommt dann die Philips Show. Und zwar gibt es am Samstag dann Probe gefahren mit der Bahn. Ich bin nicht jetzt mal mit der Deutschen Bahn. Ja, die gibt's noch. Probe gefahren. Und habe meine Eindrücke dokumentiert, sozusagen. Und die zeige ich dann am Sonntag. Gibt's die auf allen drei Kanälen, also bei Kommentar, Filmstudio Schneider und Philips. Das sind insgesamt 4 Filme. Sind zurzeit noch im Schnitt, könnte sogar noch immer mehr werden, hoffe ich aber nicht. Und die gibt's dann, wie gesagt, dort zu sehen. Freue ich mich schon drauf. 3 sind fertig. Der Hauptfilm fehlt noch, die Philips Show sozusagen. Die kommt jetzt aber auch demnächst. Die mache ich jetzt auch noch bald. So, kriege ich das Ding jetzt hier unten rein und... Warte mal, warum ist denn da unten ein Eingang und oben ein Eingang? Ja, das verstehe ich gerade nicht. Ich wollte gerade... Ich baue das Ding jetzt mal hin. Warte mal, hier oben ist ein Eingang. Oder unten ist ein Ein- und Ausgang. Hä? Verstehe ich nicht, ist mir zu hoch. Lass mal das Loch wieder schließen.
Ach, Dreck doch, Kinder. Wir fahren jetzt mal mit. Wir fahren einfach mal mit. Achso, ich bin gestern mit der anderen Bahn gefahren. Ja, das machen wir dann auch noch. Fahren wir dann auch noch mit. So, ach, da geht's von oben runter. Jetzt fahren wir also von oben runter. Ui. Ne, es geht doch ganz schön ab hier. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Warum haben wir denn so eine lustige Bobbahn nicht eigentlich bei unseren Missionen? Ach so, weil wir wild spielen natürlich. Wir nicht saugt. Ja, ja, so ist schon nicht schlecht, das Ding hier. Ich würde auch eine selber bauen jetzt, aber ich habe gerade keine Lust. Weil das würde absolut... Die hier hinten, die ich selber gebaut, mit der fahren wir dann gleich. Das muss ja auch noch. Also das muss unbedingt noch gefahren werden. Weil die ist mir einfach sowas von gelungen, das glaubt ihr gar nicht. Die ist mir so gelungen. Das ist unmöglich, wie mir das gelungen ist. Was sind wir unten? Was ist denn, wenn ich die jetzt eröffne? Fahren die Bahnen oben durch oder fahren die da nicht oben durch? Wir werden es sehen. Ich tue auf jeden Fall hier mal und hier mal so ranbauen. Achso, da müsste ja die Bahn rüberfahren. Na, wir können ja auch sagen, wir bauen provisorisch, ganz provisorisch, ich meine natürlich ganz professionell, meinte ich, ne? Oh. So. Und ganz professionell rübergebaut. Und dann geht's los sozusagen. Das hier oben verstehe ich echt nicht, aber wir können ja mal einen Weg, wir bauen mal einen Weg hin. So schlimm ist das ja nun auch wieder nicht. Der Dschungelfahrt dauert eine Fahrt zu lang. Warum denn? Kann ich doch auch nichts dafür, das ist eine Fatsche gewesen. So. Fertig. Wunderschön, der Park, ne? Also so ein Park wollen wir dann mit so einfach so ein paar wild stationierten Dingern, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Ne, sowas bauen wir dann. Und hier fahren wir jetzt mal mit. Hier fahren wir jetzt mit. Hallo, Freunde. Weg geht das Arsch. Aber ich möchte andersrum fahren. Nee. Das meine ich eigentlich nicht, aber na gut, fahren wir halt so rum mit. Ist ja eigentlich auch wurscht. Hoffentlich geht's los, ist die erste Frage eigentlich. Das ist mal. Dort hinten, wie viel da ansteht, bitteschön, für die Rutsche. Das ist die Rutsche, die standen gestern welche bis ganz runter im Schwimmbad. Also das Schwimmbad hatte ich ja gestern gebaut. In der Aufnahme. Also in der gleichen, die dann hier im Anschluss übrigens zu sehen ist. Hier in die freischwebende Brücke. So, jetzt geht's also da runter in den Tunnel. Des Wahnsinns. Jetzt geht's los. Ja, da kann ich ja nebenbei erzählen, bald gibt's neue Let's Plays auf Philips. Die Umfrage läuft übrigens noch, die gibt's jetzt unten in der Videobeschreibung, ist sie nochmal abgebildet. Stimmt da bitte ab, ich würde mich freuen. Zurzeit ist mit zwei Stimmen Verkehrsbahn und die Simulation vorne. Ob ich das aufnehmen kann, habe ich jetzt schon mal probiert. Ich krieg's noch nicht auf den Computer installiert, auf dem ich's brauche. Auf den anderen ist immer das zu oft, wenn ich zum Aufnehmen. Aber es steht Windows 7 drauf, aber 7 will es nicht annehmen. Er kennt es einfach nicht. Alles, was er gemacht hat, ist abgestürzt, der Computer. Also der, mit dem ich gerade das hier aufnehme, ne? Hochleistungsrechner, kommt nicht mit dem Spiel klar, was letztes Jahr erschienen ist. Also, manchmal blickst du auch nicht durch. Aber ich will jetzt nichts gegen Samsung gesagt haben, ne? Samsung ist schön. Samsung ist schön. Ich freue mich so. Aber wir kommen total vom Thema ab. 100 Folgen haben wir bereits. Also 100 Folgen Philips. Ja. Kann ich hier mitfahren? Nee. Ich verstehe es nicht, wie ich hier bitteschön was ändern soll.
Was ich übrigens gestern lustig fand, das muss ich jetzt zeigen. Ich hatte gestern das Bad gebaut und jetzt passt mal auf. Nee, wir nehmen mal jemand anders. Wir nehmen mal dich. So, pass auf, jetzt packe ich die an. Jetzt sieht es so aus, ne? Und jetzt passt auf. Boom, habt ihr gesehen? Hatte ich sofort was anderes an. Und jetzt setzen wir sie wieder rein. Brauchen wir gut Platz. Hier ans Becken, an den Beckenrand, ganz nah ran. Und sie ist sofort drinne. Und jetzt setzen wir sie nur hier hin. Und jetzt wieder an den Beckenrand. Auf den anderen drauf. So. Oh, schade. Jetzt, das wollte ich gestern gucken, das habe ich total vergessen. Ach, warte mal. Und nehmen wir kurz das Kind. Kann ich das hier drauf stellen? Nee. Kann ich das auf die Rutsche setzen? Hier kann ich es hinsetzen. Hui, ist reingesprungen. Schön. Ist hier auch diese Verzauberung, so wie die. Ne, die kommen einfach anders wieder raus. Naja, höchst interessant. Halt nackt. Und? Ja, also, wenn man sich die mal anguckt, ne, also, da haben die Grafikdesigner sich ganz schön viel Mühe gegeben, muss ich sagen. Die sehen echt alle sehr realistisch aus, ne? Ja, so ist das. Ja, ja. Ich ärgere mich echt so, dass ich die gestrige Aufnahme versaut habe dann mit dem Löschen. Da bin ich mir auch so schön lustige Sachen erzählt und so. Die Aufnahme war so schön, ich habe mich so gefreut, dass ich das geschafft hatte. Zuvor hatte ich erst eine Stunde von ganz normal aufgenommen. Mega clean Mittel. Reinigungsmittel. Stark. Ah, stark. Geht schon. Kann man noch ändern eigentlich? Wellenhöhe. Ich hatte hier üben irgendwo eine Wellenanlage. Wo ist denn die hin? Die muss doch hier gewesen sein. Da. Hä? Du hast gerade gesehen? Hui! Hohoho! Na, hier geht's aber mächtig rund. Wellenlänge. Machen wir auch noch ein bisschen länger. Ach, jetzt weiß ich wieder. Das ging hier im Swimmingpool, wenn ich so drehe. Drehen wir mal ganz schnell so und klicken. Komm, 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 komm. Jetzt. Das ist eine übelst geil. Guck dir das mal an. Ich muss erst loslassen. Das heißt, also wenn ich jetzt so mache, ganze Zeit, wir drücken und jetzt loslassen. Jetzt kommen die Wellen von hier vorne wieder. Ich glaube, das macht den Spaß. Komm. Mach gleich noch einen. Da und da. So macht das Baden doch Spaß. Ja. Mal einen ganz großen Kreis machen. Gucken, was passiert. Ich glaube, das Ding in der Mitte geht nicht mehr weg. Kann das sein? Ich habe lang genug gemacht. So, einfach mal hin und her. Ach, guck mal, von da drüben kommen jetzt Urwellen. Was ist denn das hier? Also so ein Schwimmbecken würde ich gerne mal mitmachen. Wellenlänge. Machen wir lange gibt es die Wellenlänge. Dieses Becken ist toll, dieses Becken ist fantastisch. Das ist schön. Was kann man denn hier noch reinbauen? Noch mehr solche Wellendinger. Damit sich hier alles richtig aufschaukelt.
anderen Seite noch welche. Ja, komm, das wird lustig. Das ist ein geiles Schwimmbad. Empfehle ich auch jeden, also kommt ins Freizeitland Philips, ne? Und schwimmt mit dem Schwimmbad. Du müsst doch gleich losgehen. Du mal ein Stück vorspulen. Ist es jetzt wieder auf kurz eingestellt oder? Ja, hallo, macht mal richtige Wellen. Ich will ja richtige Wellen sehen, richtige Wellen. Richtige Wellen, Mensch. Ja, solche Wellen möchte ich sehen. In so einem ganzen Becken, im ganzen Becken. Komm schon. Jetzt so ein richtiger Strudel hier drinne. Und am besten hier mache ich jetzt mal einen Strudel, wo nicht die ganzen Leute runterrutschen. Ne? Da rutscht er nämlich klettert rein. Das macht Spaß. Da, ja, da, also da würde ich gerne mitmachen. Und ich hoffe, euch machen auch die Let's Plays hier Spaß. Wir kommen nämlich langsam schon zum Ende. Ich habe nicht so viel geschafft, wie ich eigentlich wollte. Also, eigentlich bin ich richtig sauer auf mich, dass mir vorne ist hier noch immer mit. Dass ich das nicht mitgemacht habe, also dass ich hier, dass ich es halt nicht geschafft hatte, sozusagen das aufzunehmen. Den Ton zu lassen und den einfach gelöscht habe. Ich bin so sauer auf mich. Das passiert mir sonst nie, sonst tue ich alles doppelt und dreifach abspeichern. Aber da ist was halt passiert. Ausgerechnet bei so einer Spezialausgabe. Ausgerechnet da. Ja, ja. So ist das halt. Ach, jetzt liege ich mal so hier unten drinnen, ne? Ganz toll. Und noch nichts kommt. Gut. Dann würde ich sagen, war es das für unsere Folge, für unser Special hier. Ich bin heute und morgen übrigens in Dresden. Also Donnerstag, Freitag. Ist aber heute und morgen. Und deswegen muss ich die Folgen hochladen schon vorher und das. Wenn du das Video jetzt am Donnerstag seht, hat es funktioniert. Wenn nicht, dann. Es ist halt noch nicht da. Aber es wird am Donnerstag kommen, bin ich mir sicher. Also ihr seht es jetzt am Donnerstag. Okay, jetzt also dranbleiben, abspulen, gibt es jetzt noch die, wie ich das Becken gebaut habe vom letzten Video. Ein bisschen in eine schnellere Version. Und nochmal Enddank an alle meine Abonnenten, an die 11 Stück, die waren es namentlich im Abspann erwähnt. Gut Leute, das war's also für das Spezial und wir sehen uns dann morgen wieder in einer ganz normalen Folge und am Sonntag zur Philips Show. Nicht vergessen einzuschalten. Auf Wiedersehen. Tschüss. Gleich geht's weiter auf Philips.